Bunny Starry. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny Starry. Heute geht es um No-Gos, also Dinge, die ihr in der Kaninchenhaltung im Winter auf gar keinen Fall machen solltet. Allgemeine No-Gos in der Kaninchenhaltung habe ich schon mal gedreht, also schaut da gerne mal vorbei, das werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Die heutige Videofrage lautet, ob denn eure Kaninchen in Außenhaltung oder in Innenhaltung leben. Das würde mich total interessieren, also schreibt es gerne in die Kommentare. Prinzipiell sind alle Kaninchen für die Außenhaltung im Winter geeignet. Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn euer Kaninchen zum Beispiel eine chronische Krankheit hat, weswegen es dann sehr geschwächt ist. Aber da solltet ihr dann am besten nochmal mit eurem kaninchenkundigen Tierarzt darüber sprechen. Das erste No-Go ist, Kaninchen alleine draußen zu halten. Allgemein ist Einzelhaltung ja verboten in Österreich und in der Schweiz, aber im Winter ist es halt eben besonders wichtig, dass dein Kaninchen mindestens einen Partner hat, denn im Winter können sie sich gegenseitig warm kuscheln, der Stall wird durch die Körperwärme schneller warm und die Kaninchen haben mehr Motivation zu spielen, wenn sie nicht alleine sind, wodurch ihnen halt auch etwas wärmer wird. Ein weiteres No-Go ist, die Kaninchen nach drinnen zu bringen. Dies gilt übrigens auch, wenn das Kaninchen während der kalten Jahreszeit plötzlich krank wird, da der Temperaturunterschied einfach eine enorme Belastung darstellt. Jetzt stellt euch mal vor, draußen haben wir gerade minus 10 Grad. Ihr bringt die Kaninchen nach drinnen und drinnen sind so um die 25 Grad und da ist einfach ein Temperaturunterschied von 35 Grad und das ist viel zu hoch für die Kleinen. Das dritte No-Go ist, Kaninchen nachts in eine kleine Hütte einzusperren, denn sie müssen sich warm hoppeln können und das ist einfach in einer kleinen Hütte nicht möglich und das kann sogar dann dazu führen, dass sie erfrieren. Was ihr auch auf gar keinen Fall machen solltet, ist den Stall an einer windstarken Stelle stehen zu lassen, ohne ihn zu isolieren. Und der Stall sollte mindestens immer von zwei Seiten geschützt werden und das könnt ihr entweder mit Decken oder mit Plan oder Styropor machen. Allerdings solltet ihr aufpassen, dass sie das dann nicht anfressen können. Und ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass die Kaninchen immer noch genügend Luft bekommen. Ebenfalls ein No-Go ist es, zu viele Sorten zu verfüttern, da diese sehr energiereich sind und sehr schnell zum Übergewicht führen, wenn zu viele davon verfüttert werden. Ich verfüttere sie zum Beispiel hauptsächlich nur ganz selten als Leckerli oder wenn die Temperaturen sehr stark in den Minusbereich sinken. Oder auch wenn eines meiner Kaninchen, meistens Timmy, zu dünn ist, aber ansonsten würde ich Sorten eher weglassen. Was man auch nicht machen sollte, ist Kaninchen nicht mehr rauszulassen, wenn es anfängt zu schneien, denn Kaninchen kommen mit Frost und Schnee sogar besser klar als mit Hitze. Also lasst euer Kaninchen am besten selbst entscheiden, ob es in den Schnee gehen will oder eben nicht und sorgt auch dafür, dass sie jederzeit wieder zurück in den Stall gehen können. Nippeltränken sind sowieso nicht sehr sinnvoll, aber im Winter werden die wirklich total gefährlich für die Kaninchen, da sie mit ihren Zungen am Metallstäbchen hängen bleiben können, da diese ja im Winter gefrieren, und sich dann ganz schwere Verletzungen im Mundbereich zuziehen können. Deswegen nutzt bitte diese Trinkflaschen nicht und stellt einfach einen Napf mit Wasser ins Gehege. Das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn euch noch weitere No-Gos für den Winter einfallen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich total über einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!